Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Core. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne mal den Grundriss für unseren Satelliten abstecken. Dafür brauchen wir mal sowas wie einen Angel Block. Angel Upgrade. Nee. Ja, oder wir bauen uns halt einfach hoch. Das geht auch. Und dann bauen wir es ab. Bis ich jetzt einen Block finde, in der das macht, was wir wollen, machen wir es einfach so. So, und damit müssen wir jetzt auf Bauhöhe 200. Ich hoffe nämlich, das haut hin. So, schauen wir mal. Wir brauchen natürlich viel mehr Laboratory Blocks. Wir wollen noch, ja, 60 Blöcke ungefähr hoch. So. Ich hoffe, dass der Energietransfer so funktioniert über die Höhe, die ich hier anpeile. Das ist ja sonst nicht so gut. Ist das 192? Ich mache hier auf, hier ist größer. Okay, 7, 8, 9, 200. Okay. Das heißt, wir reißen den ab. Und dann machen wir das da. So. Also hier oben wäre der Satellit. Und jetzt brauchen wir eine Energieübertragung. Okay, so geht es wahrscheinlich wirklich schneller. Und zack. Perfekt. So. Und zwar, wir bauen uns Energy Crystals. Die kennen wir ja schon. Dafür müssen wir jetzt erstmal die Basic bauen. Und dann müssen wir uns nicht die Wireless, die will ich gar nicht, ich will die normalen, die hier bauen. Haben wir da... Warum haben wir das eigentlich nicht automatisiert, die Dinger? Die brauchen wir so häufig. Und ich habe angeblich irgendwas automatisiert, was wir schon automatisiert hatten. Ein Draconic Ingot oder so, aber... Sehe ich gerade nicht ganz so. Vielleicht bin ich blind. Aber sehe ich gerade nicht. Draconic hier. Einmal das hier. Aber dafür brauchen wir ja die da. Und die würde ich gerne automatisieren. Das heißt einmal so. Und einmal so. Einmal so. Und dann müssen wir noch die Redstone-Blöcke automatisieren und dann haben wir es auch schon. So. Gut. Dann verteilen wir das hier mal in den Molecular Assemblern. Ein bisschen gleichmäßig. So, und jetzt brauchen wir hier diese Cores. Wie viele? Machen wir mal 10 Stück. Ein paar Cores auf Lager sind immer gut. So, so, Wi-Fi Energy Relay Crystal. So, und jetzt noch die letzte Stufe. Und zwar die Dracon. Oh, okay. Energy Relay. Oh, wir hatten noch welche. Egal. Energy Relay Crystal. Und wir brauchen eh 4 und wir hatten nur 3. Und dann brauchen wir 4 Diamanten. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann. Welches Tier ist das eigentlich? Tier Draconic. Oh. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Dann 4 von denen und einen Wyvern Core. 4 von denen und einen Wyvern Core. Aber ich glaube, wir haben gar nicht genügend Draconic Crafter. Wir haben nur 4 und wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Echt? Oh Mann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2. Draconic. Der braucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Okay. Wir müssen erst die Dinge upgraden, das hilft nichts. Ärgerlich. So, dann Awaken Draconium Blöcke. Awaken Draconium Blöcke. Zack. Dann brauchen wir... Wartet mal. Den speichere ich mir auch mal kurz hier ein. Und dafür können die hier wieder raus. Das haben wir nämlich mittlerweile gemacht. Genau. So, dann Diamanten. Dia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3, 4. Ja, und dann halt noch diese Wyvern Cores. Mach mal 10 Stück, geht das? Ja, 10 Nether Stars haben wir noch rumliegen. Nether Stars haben wir jetzt immer noch 8 übrig, okay. Aber ist nicht mehr so viel, wie mir recht ist, aber naja. So, 3 Stück, oder? Ne, 6 Stück insgesamt, richtig? Richtig. So teuer. So. Zack. Das hier war ja alles auf Unlimited. Ja, 10.000 F pro Tick. Ja, mehr können halt die wahrscheinlich nicht. Sobald alles hier Draconic ist, geht's wahrscheinlich schneller. Aber ja, gut. Ne? La 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 la. Crafting läuft. Das ist halt so das, was ich an dem Fusion Crafting ein bisschen schwierig finde. Das dauert halt immer. Ne? Ich finde, es dauert unnötig lange. So, der connectet sich hier einfach wieder mit, schätze ich mal. Und danach haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, wartet mal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch 7 Stück haben wir. Aber wir brauchen 9. Das heißt, wir brauchen noch 2. Das heißt, wir brauchen hier noch 1, 2, 1, 2. Dann brauchen wir noch Diamonds. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Weil es ist ja 4 mal, ne? Die Diamanten. Sind die 4 mal? 4 mal. Und dann noch die Awakened Draconium Blöcke. 1, 2. Okay. Sehr gut. Ist fertig? Danke. Das heißt 1, 2. Und hier nehmen wir einen raus. So, dann ist die Seite schon mal geupgradet komplett eigentlich. So, 2, 2. 2, 2. Dann hier noch. 2, 2. Und die hier. 2. Täuscht mich das oder ist hier einfach viel zu oft Nacht? Ich habe das Gefühl, es ist hier einfach immer viel zu oft Nacht. So oft, wie ich das Gerät hier höre, das Tag macht, ist ja fürchterlich. Und warum werde ich nicht automatisch gefüttert? Ah doch, erst wenn es wirklich perfekt aufgeht. Na gut. So. Haben wir es bald. Ja, komm, komm, komm. Und der letzte. So. Dann brauchen wir eben die vier und die vier. Ich verstehe gar nicht, warum die so teuer sind, die Draconic. Draconic
Wireless Crystal hier. Weil die brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, die haben wir jetzt. Aber dafür braucht man halt 9 Draconic. Also ist schon ziemlich teuer. Ich hoffe mal, die sind das wert. So. Gut. Dann 1, 2. 3, 4. Dann der Core. Und dann die Diamanten. 1, 2. 3, 4. So, dann die Dinger hier rein. Und es passt. So, und jetzt haben wir dann gleich die Draconic Relays. Und ich frage mich halt, ob die so um die 100 Blöcke Luft überwinden können. Das müssen wir jetzt mal testen. Dafür brauchen wir eine Capacitor Bank am besten. Am besten eine Vibrant Capacitor Bank. So, die kann ja so lange mal craften. So, und hier sind die guten Stücke. Und einen davon brechen wir jetzt auseinander. Perfekt. Dann haben wir hier zwei von. Und dann geht's ab hier rein. Beziehungsweise eigentlich raus. So. Dann kommt die Spitze hier weg. Und dann kommt hier... Das ist eine gute Frage, was hier hinkommt. Ja, eigentlich müsste da sogar so einer hin, oder? Beziehungsweise, eigentlich müsste der am besten dahin. Wie man das jetzt schön verbindet, fragt mich was Besseres, aber theoretisch. Können wir jetzt den da mit dem verbinden? Ja, das geht. Also die sind untereinander kompatibel. Und jetzt fließt aktuell die Energie zu dem. Bis hier die 64 Millionen, wow, quasi instant aufgeladen sind. Nachher geht das natürlich in die andere Richtung. Da kommt da unten statt einem Point ein Plug hin. So. Aber der ist auch noch ausgewählt. Dann fliegen wir mal hoch. Ich hoffe, das geht auf die Entfernung. Ansonsten müssen wir quasi auf dem Weg noch irgendwie so einen schwebenden Kristall oder sowas hinmachen. Ich habe jetzt extra die genommen. Die weiß linkt. Sind jetzt... Oh ja, doch, sie sind gelinkt. Oh yeah, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier so ein fetter Strahl, an dem dann die ganze Energie vom Satelliten in unsere Base gebeamt wird. Also hier sind dann natürlich die beiden schwarzen Löcher. Und hier geht dann die Energie von den Draconium-Reaktoren entlang. Die können nämlich auch die entsprechende Menge übertragen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, wir bauen den jetzt mal wieder mit den üblichen Laboratory-Blocks vor. Das heißt nicht, dass wir die für immer so lassen, sondern einfach nur, dass wir die erstmal so bauen. Wobei ein Satellit ja weiß ist. Also das müsste schon einigermaßen passen. Laboratory-Block. Aber ich würde den dann noch gerne mit so Solarpaneln links und rechts und so auskleiden. Wie so einen richtigen Satelliten halt, ne? Dafür brauchen wir aber Folgendes. Und zwar, unser Satellit braucht einen Pufferspeicher. Denn wenn da jetzt mehrere Draconic-Reaktoren sind, dann braucht er einen Pufferspeicher. Und dafür brauchen wir einen Energy Core. Und dafür brauchen wir eigentlich Draconium, ne? Energy. Ich sollte vielleicht erstmal den Energy Core machen. Energy Core. Und ich möchte den Satelliten dann um den Energy Core rumbauen. So. Doch Energy Core hier. Hä? Woran mangelt's? Was? Ja, wir können auch Draconium herstellen. Wo ist das Problem? Achso, ja, weil es kein Autocrafting-Rezept war wahrscheinlich. Okay, Energy Core ist da. Dann brauchen wir Stabilizer. Ne, die Reaktor-Stabilizer kommen noch. 128 Millionen F. Und ein Chaos-Core. Ja, 800 Millionen F braucht. Alles klar. Und eine Chaos-Shard. Alles klar. Ist okay, kein Problem.
Wo ist denn... Wie heißen denn die Dinger nochmal? Ja, wir können ja bei unserem Hauptcore nachschauen. Hier die Dinger da. Ach ja, das waren die Particle Generator. Ne? Was ist mit meinem Minecraft los? Warum stürzt das die ganze Zeit ab in letzter Zeit? Ich bin gleich wieder da. Hey, ich bin wieder auf dem Server, nachdem ich es neu gestartet habe. Alles. Egal. Also, wir brauchen, wie ich es einfach schon wieder vergessen habe, die Particle Generator. 1, 2, 3, 4 Stück. Denn der kleine reicht uns als Pufferspeicher. Das heißt, naja, wie groß ist der kleine nochmal? Holen wir uns mal kurz das Buch. At Draconic. Na, at Draco. So, beziehungsweise die Tafel. Und zwar. Das heißt, Manipulator, Mob Souls, Ring Sensor, Ender Energy Manipulator. Ach ja, da kann man Eier mit erzeugen, aber das würde ich gar nicht. Draconic Energy Shield. Achso, das ist das hier. Ja. Kenne ich. Awaken Draconium? Ist hier vielleicht bei Generator? Nee. Energy Infuser? Energy Network? Nee, das sind hier nur die Crystals. Können wir hier vielleicht aber schauen, was die übertragen können? Nö. Aber wahrscheinlich 64 Millionen F oder sowas in die Richtung. Vielleicht? NSDG Storage Core. Hier haben wir es doch. Energy Pylon, klar, brauchen wir. Aber die sind nicht so dramatisch. Okay. Okay, da steht jetzt nicht sonderlich viel drin. Aber was ich weiß, ist, dass wir Draconium brauchen. Und zwar nicht zu knapp. So einen halben Stack. Ja, mindestens einen halben Stack Blöcke. Das reicht wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal. Ich meine, wir brauchen keinen astronomischen Speicher, ne? Es reicht schon so ein bisschen. So. Also, wenn wir jetzt hier 1, 2, 3 Abstand und dann vielleicht hier der Energy Core oder so. Und dann das da. So. Ja. So, die Stufe reicht halt eigentlich schon, ne? So, hier einfach nur als Abstandshalter mal kurz dran gemacht. 1, 2, 3. Sind das überhaupt... Das sind gar nicht die richtigen, oder? Irgendwie kommt mir das falsch vor. At Draconic. Energy Core Stabler. Ja, die... Hey. Ich glaube, das war ganz früher so, dass man die Standard gebraucht hat. Und man braucht auch nicht 4, sondern man braucht 6. Nö, braucht man nicht. Was laber ich eigentlich? Man braucht nur 4. Aber man braucht halt die richtigen. 1, 2, 3, 4. So, und die müssen nicht oben und unten sein, sondern nur außenrum. Wie schnell man das verlernt, wenn man ihn mal kurz eine Zeit lang nicht benutzt hat. Also aktuell ist wahrscheinlich invalid.
Core's Valid. Okay, das ist schon mal gut. Wenn der Core Valid ist, ist schon mal ein großer Fortschritt. So. Weg, weg. Weg, weg. Alles klar. Zack. Okay, cool. Tier 2, Tier 3, Tier 4. Tier 3 ist es sogar. Wow. Activate. Okay, wir haben 1,6 Milliarden RF-Speicher. Tier 4 könnten wir noch mit dem kleinen Stabilizer machen. Dann wäre es, glaube ich, eine gute Sache. Ich vermute mal, das hier reicht nicht aus. Nee, okay. Wir brauchen dann deutlich mehr Draconium-Blöcke. Aber 1,6 Milliarden finde ich ein bisschen arm. Also das ist... Nee. Das ist wahrscheinlich... Das kostet uns... einen Großteil unseres Draconiums. Aber es hilft ja nichts. Warum schneit es hier gerade? Ich mag keinen Schnee. Schlimm genug, dass jetzt langsam der Winter wiederkommt. Leute, was sagt er dazu, dass der Winter wiederkommt? Mögt ihr den Winter? Ich hasse den Winter, ja. Es ist immer so trüb und kalt und im Sommer ist es halt warm und die Sonne scheint. Aus irgendwelchen Gründen sind hier in Minecraft sogar im Winter richtig dicke Gewitter. Was eigentlich recht unwahrscheinlich ist, weil es hier nicht viele warme Luftmassen gibt, die auf andere warme treffen könnten. Aber da mich das stört, schalten wir natürlich das Wetter wieder auf schön. Bumm. Und das wird schön. So. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Warum mag er den nicht? Also die Stabilizer sind valid. Nur der Core ist nicht valid. Building Guide. Ach. Da ist mittlerweile... Ist der schon immer integriert? Okay, die inneren Blöcke sind die... Ja, natürlich sind die Redstone. Das ist schon immer so, ne? Ja. Fair. So. Ja, genau. Oh, okay. Also ich lag gar nicht so falsch, bis auf die Sache mit dem Redstone. Aber das ist gut. Das spart uns nämlich eine Menge Draconium. So. Alles klar. Also. So. Naja, wenn es richtig gesetzt ist, dann beschwert er sich auch nicht. Sehr cool. So. Zack, zack. Und zack. So. Wie sieht es jetzt aus? Active. Achso, nicht Billigkeit. Den Core aktivieren. So, wie viel haben wir? Ah ja, 9,8 Milliarden RF. Das ist schon eine Hausnummer, mit der können wir arbeiten. Das ist eine Hausnummer, mit der wir arbeiten können. So, und jetzt brauchen wir eigentlich noch einen Pylon. So, einen Pylon. Hier, Eye of Ender. Draconic Core. Und zwar hätte ich sogar ganz gerne noch mehr Pylonen. Die kosten nicht viel. So, machen wir mal 6 Stück. Wobei eigentlich brauchen wir nur 5. Und zwar 1 zum Rausziehen und
4 zum Einspeisen. Denn wie man sich vielleicht denken kann, auf jeder Seite von dem Chor hier soll ein Einspeiser und dann sollen hier eben die Reaktoren rum. Erstmal 4. Und wo wir die anderen 2, die ich eigentlich noch geplant habe, hinbauen, weiß ich noch nicht, ob wir die dann so länglich bauen, den Satelliten. Wir könnten 2, 2, 1, 1 und dann da, wo nur einer ist, dann die Solarpanels vielleicht hinmachen. Irgendwie sowas in die Richtung. Es ist eigentlich eh so geisteskrank, ne? Ich meine, ein Draconic-Reaktor ist eigentlich schon krank genug. Aber hey. So. Genau, normalerweise soll der so sein, aber wir stellen den mal auf Laden. Dann zieht der hier gleich aus unserem Netz die ganze Energie und lädt sich dann so über die Zeit auf. Theoretisch zumindest. Na gut, der ist momentan falsch konfiguriert, ne? Ne, Moment, der ist ein Input. Ne, ist das eigentlich sogar richtig konfiguriert? Hä? Input. Was ist da los? Was ist da los? Haben wir keinen Strom mehr? Haben wir schon alles verbraucht? Mal kurz zur Batterie schauen. Nö. Sieht eigentlich okay aus. Und das Ding hier kann ja auch unbegrenzt. Genau, das aus. Wir können halt nur mit der eingeschränkten Übertragungsrate von ihm hier, aber sonst. Theoretisch ist das kein Problem. Aber die sind ja auch noch connected, man sieht es ja auch. Und er müsste mindestens den Puffer von dem hier eigentlich leer ziehen. Oder? Ich denke ja. Bauen wir mal nochmal ab. Und wieder hin. Und dann connecten wir den vielleicht nochmal neu. Ja, weil der scheint hier nicht mehr connected zu sein. Also jetzt ist er connected, auf jeden Fall. Ja gut, ich habe ihn ja gerade abgerissen, deshalb war er mit Sicherheit nicht connected. Draconic Energy IO Crystal. Das Identify sieht eigentlich auch an sich schon cool aus, ne? Ja, macht es von alleine wieder aus. Okay. Ja, aber warum? Warum geht jetzt hier keine Energie hoch? Weil so ist klar, hier sieht man es. Und wenn ich ihn jetzt so einstelle, dann sieht man auch, dass das eigentlich ein Input ist. Deactivate. Activate. Deactivate. Activate. Und vielleicht jetzt so. Also falls ihr eine Idee habt, warum das gerade nicht funktioniert. Ich meine, wir haben es doch... Es sei denn, es ist jetzt wirklich ein Block. Wir haben es einen Block tiefer getestet. Also wenn jetzt wirklich ein Block dafür ausreicht, dass es nicht mehr... aber wir haben ja noch die Kryokabel, die wir mal irgendwo abgebaut haben. Machen wir einfach ein Kryokabel. So. Und ich weiß, dass natürlich der eine oder andere jetzt sagen wird, ja, wieso, man kann doch hier einfach mit Fluxpoints, ja, ich weiß, aber ich möchte diesen Laserstrahl haben, ich finde den cool.
Warte mal, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ihr habt es sicher schon längst gesehen. Und zwar muss dieser Kristall dahin und gelinkt werden. Aber was man auch machen muss, ist jetzt gelinkt? Ja, ist er, okay. Aber was man auch machen muss, ist, na? Hallo? Na gut, es geht von alleine gleich wieder weg. Ups. Bisschen umstellen auf hier Output. Genau, so rum muss es. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Yo. So, und jetzt haben wir hier einen richtig dicken Strahl. Auch hier drin. Und jetzt können wir mal schauen, wie viel Energie wir gerade aus dem Core ziehen. Also aus unserem Speicher. 1,5 Millionen F pro Tick. Schauen wir mal kurz hin, bevor er leer ist. Oh shit, ja. So, und jetzt nochmal kurz von außen gucken, wie das so wirkt. Boah, das sieht cool aus. Das sieht cool aus, Leute. Das gefällt mir. Da unten die Aufnahme muss noch ein bisschen schöner sein. Okay, ja. Also hier die Aufnahme von dem Kristall. Aber sonst sieht das cool aus. Es geht natürlich dann später in die andere Richtung. Wir können es auch eigentlich wieder umdrehen. Weil es eigentlich sinnlos ist, so. So. Gut, dann kann unten der wieder aufladen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Energie, mit dem halt die Geräte jetzt unten versorgt werden. Ist okay. Cool. Und hier ist jetzt unser Satellit. Und der bekommt jetzt eben hier dran, ich weiß noch nicht, wie wir das optisch schön bauen, hier auf jede Seite einen Draconium-Reaktor. Und noch ein paar Solarpanels und so weiter. Ich glaube, das wird ganz cool. Ja, und damit sind wir auch schon ist gut, am Ende dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.